Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Chain of Memories Rebirth. In der letzten Folge haben wir das Nimmerland quasi abgeschlossen, haben uns durchgeprügelt, Captain Hook penetriert und währenddessen noch minimal über Nintendo geredet, welche ja momentan alle ROMs, ISO-Seiten runternehmen, also uns dazu nötigen, uns, ja, die ganzen, fett das Wort nicht ein, Oldschool. Die ganzen Nostalgiker werden jetzt halt gerade von Nintendo penetriert. Also wir können keine Oldschool-Spiele mehr spielen, also schon, nur das Ganze braucht jetzt schätzungsweise eine neue Internetseite. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da einfach so aus dem Nichts eine rauskommen wird, beziehungsweise wenn man das Ganze lang genug ruhen lässt, dass man da eine rauskriegt. Was ich doch sagen wollte, deswegen spiele ich jetzt nicht weiter. Der nächste Teil spielt auf dem Nintendo DS. Also ich müsste mir da auch eine ROM beschaffen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ansonsten haben wir da ein Problem in der Zukunft, aber naja. Huh? What are you supposed to be? Surprised? I guess you should be. After all, I look just like you. I'll tell you what I am. I'm an exact replica of you that Vexen made from your data. So you're a fake me? Not a fake! I don't care if you're real. You're not better. We share the same body and the same talents. But there is one easy way to tell us apart, though. Unlike you, I fear nothing. Are you calling me a coward? You're afraid of the dark. The darkness inside you still frightens you, no matter what you say. But I'm different. I embrace the darkness. I can make it do whatever I want. So, I can wipe the floor with you. Okay, das kommt überraschend. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich als Rico gegen Rico kämpfen muss. Ich habe mich jetzt nicht verlesen, oder? Die Sache ist aber, wenn du fake bist, dann hast du auch nicht dieselbe Dunkelheit, weil Dunkelheit ist ja eine negative. Oh, guck mal, ich habe ein Item, ist eine Dingsda-Bumster-Karte. Dunkelheit ist ja ein etwas, das. Ich wollte gerade sagen, wer bin ich denn? Aber das liegt ja eigentlich auf der Hand. Ja, der aufs Maul kriegt, was denn sonst? Dunkelheit befällt ja ein schwaches Herz, ein negatives Herz. So, da du aber gar kein Herz hast, kannst du auch nicht dieselbe Dunkelheit spüren. Also kannst du dich gar nicht, solltest du dich nicht damit schmücken, dass du die Dunkelheit befehligen kannst, weil deine Dunkelheit ist dann wahrscheinlich auch fake. Das ist einfach ein Super Saiyajin-Move, aber das ist halt nicht die wahre Dunkelheit. Und, was wollte ich noch sagen? Shit, das andere habe ich jetzt vergessen. Fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck. Das ist doch sehr, sehr schnell, ne? Oh, ich dachte gerade so, hä? Wieso greife ich ihn nicht an? Aber ich habe ihn angegriffen. Hier, 9, 18, 27. Ja, lass mich doch. Ernsthaft, wenn ich jetzt verrecke, guck ich mir die Sequenz nochmal an. Das liegt mir auf der Zunge. Ah ja, genau, okay, er hat noch nicht die Erinnerungen, also er weiß hier noch, dass er eine Fälschung ist, aber wie, wenn er keine Erinnerungen hat, dann hat er so eine vorprogrammierte Erinnerung oder was, also er muss ja doch irgendwelche Erinnerungen haben, sonst würde er ja nicht wissen, dass er ein Fake von Rico ist, versteht ihr, was ich meine? Kommt ja irgendwie so, kommen Roboter auf die Welt mit dem Wissen, dass sie Roboter sind? Eigentlich ja auch nicht, oder? Naja, was auch immer. Ich mache mir dazu viele Gedanken. Der Bastard ist auf jeden Fall ziemlich schnell, aber ich darf nicht vergessen, dass ich hier super duper dolle Garten habe, die mich ja auch nichts kosten. Ich habe ja keine Deckkosten. Was habe ich gerade eingesetzt? Trotzkopf. Genau, eigentlich das, was ich nicht brauche, oder? Ich spamme mich schon wieder unnötig.
Ja, er bringt mich mal um, das hat ja keinen Sinn. Save-States wären hier natürlich wieder sehr, sehr geil. Ich muss mir noch mal kurz meine, jetzt würde ich gerade sagen, Monsterkarten anschauen. Was war genau die, die überhaupt nichts bringt in so einer Situation? Also, wenn ich... Ach so, scheiße. Jetzt wollte ich mir diese Items-Karte anschauen, die ich bekommen habe. Die wollte ich jetzt mit einplanen. Ja, dann tue ich mal so, als wäre sie da. Also diese Gegenstandskarte sorgt ja, glaube ich, dafür, dass meine Dingern wiederkommen, ne? Meine Gefallenen auch, weil dann würde ich nämlich tatsächlich das hier wieder benutzen. Den kennen wir ja schon, Jafar. Würde da meine Karten spammen und die Items-Karte verwenden. Erweitert die Reichweite von... Angriffskarten, alle Karten 0. 0 ist halt eine 0. Das kann auch einfach gekontert werden. Gegenwärtige Feindeskarten des Gegners wird garantiert gestochen. Okay. Ich weiß halt nicht, wie das nach Stockmut verlangsamt. Ich weiß halt nicht, wie er dann kurz vorm Verrecken ist, ne? Lohnt sich's jetzt wieder komplett all out zu gehen? Schaffe ich dann den Allahu Akbar Modus wieder? Den typischen Kingdom Hearts Allahu Akbar Modus kurz vorm Sterben und dann kannst du ihn nicht mehr angreifen. Ich versuch's jetzt einfach mal. Select. So. Dann spamme ich hier. Ich meine, Schaden mache ich ja wirklich immens. Ja? Darkness. Ja, ist natürlich dumm. Jetzt ist meine Karte wieder weg. Moment, bin ich das gerade? Ja, ne? Kann die gerade nicht voneinander unterscheiden. Ich könnte ja auch, genau, den Duellmodus habe ich auch noch. Ich könnte ja, ich bin der, der kein Fadenkreuz in der Mitte hat. So, das war schon mal ein netter Schaden. So, ich kann nicht so gut, ich bin nicht so gut beim Bewegen und Laufen und Einstecken. Okay, zweimal Mickey ist natürlich geil, aber... So. Sehr gut. Oh, das verwirrt ihn sogar. Mickey ist wirklich so ein Allround-Zauber. Mit 0 behalte ich mir auf. Ich würde gerne mal in den Duellmodus kommen. Verreckst du mir jetzt hier? Hallo? Okay, ja. Plötzlich war er tot. Habe ich nicht eben über den Dunkelheitsmodus noch geschimpft am Ende der letzten Folge oder so? Der hat ziemlich viel eingesteckt. Auf einmal hat er gar nichts mehr gemacht. Was war da los, ha? Sehr gut. Sehr gut. Ja, gut, dass wir das hinbekommen haben. Die Rico-Replika, ey, das ist schon nervig. Hey, Fake! I thought I heard you say you were gonna wipe the floor with me. Don't forget, I'm still new. I'll get stronger and stronger. The next time we fight, you're finished. Then let's fight now! It's nice having darkness on my side. You are so missing out. How could you be scared of something that can be so thrilling? Enough! So now the coward is playing tough. So long, real thing. Hope you don't miss me. Come back! No way. I'm not a coward. Was war denn das jetzt für ein Move? Warum hat er von jetzt auf gleich auf einmal so viel Kraft bekommen? Jetzt wollte ich wieder irgendwas sagen. Gott, dieses Schloss des Entfallens macht's einen aber auch nicht leicht. Ja, bei der Lache muss ich irgendwie an Venitas denken. Holy shit. So, how is the real thing? He's spineless.
In no time at all, I'll be better than him. In the meantime, would you be interested in meeting another who's considered a hero? You mean Sora. I hear he's somewhere in the castle. You want me to take care of him? We'll see. Yes. I intend to make good use of you. No worries. The real Riku is nothing. Sora won't be either. They're no match for me. Come out! Show yourself, Fake! Fake? Oh no. That's not exactly the right word. What are you saying? Isn't he just a copy of me? More like a model. He is an example of what you should try to be. He accepts the darkness. Just like you once couldn't help but accept me. But now you are afraid. Perhaps you are the one who is being fake. Fake when you pretend to have no fear. When have I been afraid of the dark? Inside of the card worlds, you grapple desperately with the darkness. Desperation is fear. You fight the darkness because it is what frightens you. Be quiet! Stubborn boy. Then continue your fight if you must. Eventually, you will learn. You cannot resist the darkness. Ach, fick dich. Also, die Welten kommen doch. Toll. Ja, wobei, klar, es macht natürlich Sinn, weil wir ja anscheinend... Ja, ich verstehe schon. So nach dem Motto, ja, bei Sora war es ja genau andersrum. Im Moment, wobei Atlantica und Co. kamen auch zum Schluss. Nee, stimmt. Stimmt nicht, was ich sage. Also bei gewissen Welten passt so von wegen hier Arena des Olymps und so. Aber nee, doch, nicht vergiss es. Ich dachte, da steckt jetzt ein Gameplay. Das Schloss des Entfalls, was soll ich sagen? Das ist, wenigstens kann ich das hier als Ausrede verwenden. Gameplay. Eine Gameplay. Ich sag jetzt mal Gameplay-Logik dahinter. Design. Eine Design-Entscheidung. Das war's. Ja, es ist. Schloss ist falls hat Wirkung bei mir. Was würde ich jetzt noch sagen? Ja, was soll ich machen, Ansem? Ja? Ich skill ja schon alles auf Dunkelheit, aber die bleibt trotzdem nur ganz kurz. Aber für den Riku-Kampf war es jetzt natürlich sehr, sehr nützlich. Ne, habe ich jetzt eigentlich gespeichert. Verdammte Scheiße. Ich speichere lieber nochmal. Und dann wollte ich noch sagen, ja, es würde natürlich dann jetzt Sinn machen, Replika Riku die Erinnerung einzupflanzen, ne? Weil sonst verplappert der sich vielleicht bei Sora. Okay. Ja, gut. Dann schauen wir nochmal ganz kurz hier, was machen wir dann als nächstes in der nächsten Folge. Atlantica, Arena Salums, Wunderland. Ja, lass mal jetzt wirklich versuchen, dass die Reihenfolge komplett zu ändern, sofern es geht. Das bedeutet, ja, ich würde sagen Halloween Town, Atlantica, Arena des Olymps und dann Wunderland. Dann kommt die richtig harten Bastarde im Wunderland, ey. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Kingdom Hearts Final Mix Rebirth. Ja, doch, ja, nee. Also, wenn wir es wirklich konkret korrekt aussagen wollen, müssten wir sagen, Kingdom Hearts 1.5 plus 2.5 HD Remix Chain of Memories Reverse Rebirth. Ja, holy fucking shit. Ja, in der nächsten Folge dann mit Halloween Town
Oder? Ja, ich glaube, zwei Halloween-Tagen. Oh Gott, ey. Ich muss aus diesem Schloss raus. Ich muss jetzt erstmal frische Luft schnappen, glaube ich. Wieso habe ich jetzt eigentlich... Hätte ich doch nochmal drüber speichern können. Oh Gott. Ja. So viele Spielstände habe ich nicht mehr. Wobei, okay, da könnte ich da vielleicht noch eine dritte Kampagne starten, ne? Bis zum nächsten Mal. See ya.